So Leute, die Katze ist aus dem Sack, die FED-Sitzung ist vorüber und der Markt feiert das, was die FED ihm mitgeteilt hat. Und in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, was wird das bedeuten für die nächsten Wochen an den Aktienmärkten, was kann da alles passieren. Wir werden eine genaue Analyse der FED-Sitzung machen. Herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal, wo wir wieder mit Bloomberg einen Deep Dive in die Märkte unternehmen. Und ja, was heißt Deep Dive? Ich zeige es euch mal. Wir schauen als erstes mal den Vergleich letzte FED-Sitzung mit jetziger FED-Sitzung, das Statement. Und worauf die Börse schaut, sind kleine Änderungen im Wording, im Statement. Und ich habe euch hier in der Grafik mal kurz die Unterschiede klar gemacht. Und wir beginnen, ganz einfacher Satz. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed. So, das heißt, FED sagt jetzt das erste Mal, ja, das Wachstum geht nach unten. Ganz wichtiger Punkt, weil das rechtfertigt zum einen Zinssenkung, wenn das weitergeht. Und das zweite, was natürlich notwendig ist, und das kommt dann Satz später, Inflation has eased over the past year. Also die Inflation hat tatsächlich das erste Mal, dass die FED das auch sozusagen sagt und äußert, dass die Inflation hier jetzt nicht mehr so dramatisch zunimmt, sondern dass es eben ein bisschen rückläufig war. Und vorher hieß es, Inflation remains elevated. Das heißt im Prinzip, die Inflation blieb auf einem hohen Level. Und jetzt geht es in die richtige Richtung. Und das hat eigentlich vollkommen ausgereicht. Plus ein Wort, was noch später im Text kommt, den Markt wirklich in absolute Euphorie zu versetzen. Ja, und diese absolute Euphorie war dann auch das eine kleine Wort, any. Also nämlich in den Überlegungen, ob man eben weiter eine feste Notenbankpolitik machen soll, da hat man jetzt das Wort any eingefügt, also in den Überlegungen of any additional policy, also ob irgendwie dann noch nötig ist. Und vorher hat man das nicht gesagt, da hat man immer im Prinzip gedacht, dass zusätzliche Maßnahmen in der Überlegung eventuell nötig sind. Und das ist eine leichte Abschwächung, die klingt banal, aber so funktionieren die Börsen. Dieses kleine Wort hat eben den Markt dann ja durch die Decke gehen lassen und ging es eben gestern definitiv nach oben. Ich zeige es euch nochmal hier, kleines Wort, of any additional policy, und letztes Mal war eben hier of additional policy. Also dieses beigefügte any hat dann ausgereicht, die Märkte in Euphorie zu versetzen. Und was das bedeutet ist, es ist nicht nur der Aktienmarkt nach oben gegangen, es sind auch die sogenannten Fed Futures nach oben gegangen, und das heißt, dass sie zusätzliche Zinssenkung in 2024 einpreisen. Und wir können das mal hier kurz in der Grafik anschauen. Wir sehen hier 2024, Ende des Jahres sind wir jetzt bei ungefähr 6 Zinsschritten. Das bedeutet, die Zinsen waren von über 5,25. Ja, wir haben ja aktuell hier einen effektiven Zins von 5,33, und wir würden dann nach unten sinken bis in den Bereich von unter 4. Das ist ein deutlicher Zinssprung nach unten, und das ist nicht nur die Einschätzung der Fed Futures, also der Händler, die die Fed Futures machen, sondern auch die Einschätzung der Notenbankmitglieder. Wir sehen mal hier in dieser Grafik den Vergleich der sogenannten Fed Dot Plots. Fed Dot Plots ist ein eine Umfrage unter den FED-Gouverneuren, ja, unter den FED-Membern, wie sie denn die Zinsen jetzt in Zukunft erwarten. Und ich sage euch direkt dazu, die FED-Members sind da drin nicht gut, aber das spielt keine Rolle, weil der Markt schaut ja jetzt erstmal nur auf die Veränderung der Einschätzung. Und während wir hier im September noch oben teilweise jemanden hatten, der sogar die Zinsen über 6% gesehen hat, sehen wir jetzt niemanden mehr, der eine Zinserhöhung erwartet. Und wir sehen, dass wir hier mit den FED-Dot-Plots, also hier in der Mitte, mittlerweile bei 4,6, 4,7 liegen. Also deutlich, deutlich auch unter dem 5er-Level, was wir noch im September am Markt hatten. Und damit, ja, sagt sich der Markt, damit sind wir eigentlich in der besten aller Welten angekommen. Denn wir haben dann fast eine Unmöglichkeit erreicht, nämlich die Inflation quasi besiegt, ohne das Wirtschaftswachstum abzudrücken. Denn das Wirtschaftswachstum ist ja noch da, auch wenn die FED gesagt hat, es wird etwas schwächer. So, und vor lauter Euphorie müsste man jetzt sagen, ja Leute, wie schaut es denn dann an? Wie sieht das denn aus? Die Euphorie ist wirklich groß. Das sehen wir auch im folgenden Chart, wenn wir mal auf das Commitment von den Small Traders gucken. Also die ganz kleinen Investoren, die nicht registrierungspflichtig sind an der
CFTC, die sind so long wie ja seit Januar 2021 nicht mehr, beziehungsweise, 2022 nicht mehr. Und ihr wisst, von dort begann dann der Markt eigentlich nach unten zu gehen, von Januar 2022. Das Jahr 2022 ist in keiner guten Erinnerung für die meisten Bullen und für die meisten Börsianer. Für Trader war es interessant und gut, aber für die meisten ja, war dieser Rückgang am Markt nicht so gut. Und jetzt haben wir wieder so positiv die kleinen Trader. Und nicht nur die kleinen Trader sind so positiv, sondern wir sehen auch das sogenannte AAI Sentiment. Also das ist ein Sentiment-Indikator, der am Markt, ich blende ihn mal gerade hier ein, misst, wie optimistisch sind amerikanische Investoren. Association of American Individual Investors, das ist die Abkürzung für AAII. Und wir sehen hier, die sind positiv, 51,3% glauben, dass der Markt nach oben geht. Und das waren so viele wie ja, seit dem Sommerhoch am 19.07.2023 nicht mehr. Und wir wissen, was nach dem Sommerhoch passierte. Der Markt ist eben auch erstmal Luft holen gegangen. Und das ist häufig, wenn das Sentiment überschäumt, dass das dann so kommt, dass es erstmal eigentlich in einen Dip hineingeht. Und das ist jetzt ein Punkt, den ich mit euch heute ein bisschen genauer besprechen möchte, weil ich will hier gar nicht den Markt runterreden. Denn was immer wieder falsch gemacht wird, ist, dass Trader oder auch Investoren ihre Meinung handeln und nicht das, was der Markt ihnen zeigt. Und ich sehe das auch manchmal in den Kommentaren unter den Videos drunter, dann verstehen die Leute nicht, dass wir in Szenarien denken und dass wir aber immer natürlich auf den Markt reagieren. Also das heißt, dass wir, wenn der Markt nach oben geht, dann werden wir eben auch nicht irgendwie sagen, na, aber wir haben gedacht, der geht runter und dann auf abwärts spekulieren, sondern wir werden natürlich immer mit der Bewegung zu spekulieren. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist nicht schlimm, wenn du den Hochpunkt verpasst, um short zu gehen, weil genauso wie du an einem Aufwärtstrend nicht den Tiefpunkt kaufen musst, musst du in einem Abwärtstrend nicht den Hochpunkt kaufen, sondern es gibt einfach Situationen, wo du sagen musst, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden, aber ob dieser Zeitpunkt bereits gekommen ist, ja, da zeige ich euch jetzt einen super, super interessanten Chart. Und dieser Chart, der ist so wichtig zu verstehen, wenn du traden willst, dass ihr vielleicht ihn euch gleich zwei oder dreimal angucken sollt. Ich habe 30 Jahre Erfahrung und 30 Jahre Trading hinter mir. Ich habe also so ziemlich alles gesehen und mich erinnert die aktuelle Situation vor allem an eine Situation, nämlich an das Jahr 1999. Und das Jahr 1999 zeige ich euch jetzt hier. Ihr seht aber zwei Grafiken. Ihr seht nämlich einmal die grüne Grafik und ihr seht einmal eine weiße Linie. Und wir sehen hier die grüne Grafik, ist sozusagen ein überlagerter Chart von 1999 mit dem aktuellen Chart, nämlich seit Anfang des Jahres, also hier unten 98, 99, bis in den Dezember hinein, also wie entsprechend sich der Markt dort verhalten hat. Und wir sehen dann schon eine relativ frappierende Ähnlichkeit von diesen beiden Chartmustern. Und was jetzt eben kommt, ist Folgendes: Wenn wir in das Jahr 1999 hineingucken, was ja ebenfalls einen riesen Anstieg gesehen hatte, ja, wir haben hier über 74% Anstieg gesehen bis in den Dezember hinein. Und viele haben gedacht, wow, das ist eine geile Rallye, aber da bin ich jetzt vielleicht, glaube ich nicht mehr, dass das weiter so geht. Den Leuten, den möchte ich jetzt zeigen, boah, es kann noch viel, viel weiter gehen. Denn hier in grün sehen wir mal, was dann ab 15. Dezember 1999 bis Mitte, Ende März 2000 passierte. Der Nasdaq hat hier nochmal 48,78% zugelegt. Und das war natürlich nochmal eine riesen Rallye, die wir hier gesehen haben, von knapp über 3000 Punkte auf 4500 Punkte. Und wir sollten hier, wenn wir das prozentual mal auf den jetzigen Nasdaq sehen, wird das die Tür für eine Jahrtausend-Rallye sozusagen eröffnen. Und wir sehen das auch hier von dem Herbsttief aus, hat der Markt sich quasi nochmal verdoppelt. Also es war damals eine unglaubliche
Blase, die passiert ist. Jetzt behaupte ich nicht, dass sich der Markt verdoppelt. Ich behaupte auch nicht, dass wir 50% bis März nächsten Jahres machen, sondern meine These ist hier eine andere. Wir haben in den letzten 6 Wochen eine Buy Everything Rally gesehen. Das heißt, man hat im Prinzip alles gekauft, was zu kaufen war. Gold, Bitcoin, Bonds, Corporate Bonds, Aktien. Märkte sind durch die Decke gegangen und selbst der Marktbreite-Index, also der Russell 2000, der lange Zeit gelaggt hat, der lange Zeit nicht mit nach oben gegangen ist, geht jetzt eben hier durch die Decke. Und das ist so eine Stimmung, die sich da einfach breit macht, die vergleiche ich mit der von 1999, nämlich eine absolute sorglose Stimmung. Wir haben quasi jede Krise, die da war, mit dem Markt weggekauft. Also es ging einfach irgendwie immer dann noch nach oben. Und das ist ein Punkt, der häufig ein Punkt ist, wo die Märkte squeezen. Squeezen bedeutet, dadurch, dass diejenigen, die nicht bei der Rallye dabei sind, dass die gerne noch rein möchten, weil sie mittlerweile erkennen, scheiße, ich müsste da rein, aber ich komme nicht rein, wird jeder kleine Rückgang genutzt zum Kaufen. Und das führt zu einer akzelerierten Bewegung, zusätzlich verstärkt dann durch Leute, die vielleicht Short Calls geschrieben haben oder auch Institutionelle, die Short Calls geschrieben haben. Also durch viele, die sich nicht vorstellen konnten, dass es noch höher und höher und höher gehen. Und das geht dann in ein sogenanntes Blow-Off-Top hinein. Die Folge von so einem Blow-Off-Top, ja, das haben wir 2000 gesehen. Das waren 3 Jahre Bärmarkt, also wo es richtig nur noch nach unten ging. Das kann dann genauso enden. Und die Frage, die man sich immer bei so einem Blow-Off-Top stellt, ist, wie weit geht es, wie lang geht es? Und ich zeige euch diesen Chart heute nicht, weil ich behaupte, der Markt verdoppelt sich, sondern ich möchte so ein bisschen sagen, seid vorsichtig, gegen diese Bewegung zu gehen. Der Markt wird uns eindeutig zeigen, wenn er einen Top macht. Und es ist genug Zeit, wenn der Markt zeigt, dass er einen Top macht. Wenn er einen Abwärtstrend einschlägt, und ich blende euch hier nochmal das Jahr 2000 ein, ja? Wenn er den Abwärtstrend dann einschlägt, dann musst du nicht da oben verkaufen, du musst nicht an einem Hochpunkt verkaufen. Es reicht, ja, wenn du irgendwann dann da im April verkauft hättest oder sogar noch später im September. Die Märkte waren dann sehr, sehr lange unter Druck und von daher ist es keine gute Idee im Trading, einfach ja, sich gegen den Markt zu stellen. Und wichtiger Tipp hier von mir ist, lass das Momentum rausgehen, lass den Markt einen Top bilden. Wenn du der Bewegung nicht traust, ja, dann halt dich da ganz fern. Ansonsten gibt es wahrscheinlich vielleicht sogar noch richtig, richtig gute Möglichkeiten nach oben. Die Parallelen sind definitiv da zu diesem Jahr. Ich glaube zwar nicht, dass wir so krass wie 1999 gehen, aber dass wir eine Parallele dazu haben. Und diese Blow-off-Tops sind sehr gefährlich, weil sie eben in einer absoluten Euphorie nochmal alle Marktteilnehmer reinziehen. Und ich hatte am Anfang ja das AEI-Sentiment erwähnt und die Small Traders. Und das sind sogenannte Sentiment-Indikatoren. Und dann werdet ihr sagen, ja, aber der ist doch schon heiß gelaufen. Aber so ein Sentiment-Indikator ist kein gutes Timing-Mittel. Zum Timing brauchst du andere Sachen. Ein Sentiment-Indikator, der misst im Prinzip die Temperatur. Könnt ihr euch vorstellen wie ein Thermometer, was reinkommt und das Wasser kocht. Das sagt euch aber nicht, wann das Wasser sozusagen wieder die Temperatur verlieren wird. Ja? Ob das jetzt unmittelbar ist, weil natürlich kann das Wasser 100 Grad sein und es kann noch heißer werden. Irgendwann verdampft es, ist klar. Aber wie bei einer Temperatur macht es nur eine Aussage über den Ist-Zustand und wir können lange Zeit in so einer Euphorie sein. Und das ist quasi der Zweck mit diesem Video, dass ich euch heute das mal klar machen will. Der Markt kann sehr lange in so einer Euphoriephase sein. Er kann, ich wollte euch mal die Fantasie anregen, was möglich ist, weil viele können sich immer nicht vorstellen, dass die Kurse noch weiter und weiter gehen können. Und ist definitiv möglich. Und ja, es kann sein, dass wir dieses Video am Tag des Tops machen, dass der Markt heute, morgen, übermorgen dreht und in sich zusammenklappt. So what? Es ist nicht weiter schlimm. Wir werden das Top erkennen, wenn es in place ist und das reicht aus. Und dann wirst du auch sehen, dann geht die Temperatur zurück. Und wenn die Temperatur zurückgeht, dann merkst du vielleicht, es fehlt die Hitze, es fehlt der Kern, der den Markt noch anheizt. Der verschwindet. Ja, wir haben 2 Sachen, auf die wir achten müssen. Inflation, weil das ist das Thema, was der Markt sozusagen abgehakt hat. Kommt das zurück? Das zweite ist das Wachstum, wo der Markt sagt, naja komm, wir haben jetzt in dem 3. Quartal Earning Revisions gesehen. Das heißt, die Ergebnisse vom 4. Quartal, die werden nicht gut aussehen. Werfen wir hier kurz einen Blick drauf. 4. Quartal 2023 wird also sehr schwach sein vom Wachstum. Aber dann sind wir back on track und
über 5% bis später 15% auf annualisierter Basis können hier die amerikanischen Unternehmen im S&P 500 wachsen. Und wenn du das dann vergleichst mit den Bonds, die dann plötzlich in ihrer Projektion ja mit Renditen wieder unter 4% sind, dann werden Aktien eben doppelt interessant. Und das ist die Story, die der Markt hat. Aber die Story kann natürlich, und darauf werden wir auch in den nächsten Wochen schauen, und deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren, weil wir immer top aktuell informiert sind. Ja, ich zeige euch die besten Charts und Grafiken aus dem Bloomberg-System, die ihr wahrscheinlich nirgendwo anders auch im Netz sehen werdet. Werde ich euch zeigen, wann diese Story Risse bekommt oder ob sie überhaupt Risse bekommt. Also ob die Inflationsstory noch so stimmt, ob die Wachstumsstory noch so stimmt, ob es der US-Wirtschaft tatsächlich gelingt, ein wirklich Soft-Landing hinzulegen. Wir werden es sehen. Ich verbleibe erstmal für heute hier, wünsche euch eine gute Zeit. Wie immer gerne kommentieren unter diesem Video, noch lieber abonnieren den Kanal. Ich verabschiede mich. Bis dann. Bye bye. Euer Birger.